Hallo ihr Lieben, für unsere Zutaten brauche ich 6 Eier, 180 Gramm Zucker, 270 Gramm Mehl, Backpulver und Vanillezucker und ein bisschen Salz. Zuerst kommen unsere Eier, wie immer Eier, Zucker, schön schlagen. Erstmal Vanillezucker und ein bisschen Salz. Und das alles lasse ich so ungefähr 2 bis 3 Minuten schön alles rühren. Man kann das auch nur mit Hand. Und hier, wie immer, kommt unser Backpulver in Mehl und das kommt alles schön durch ein Sieb. Dann wird das alles so schön fluffig. Video zeigt sowieso alles. Und hier habe ich natürlich so ein Herz. Wir haben jetzt übermorgen Valentinstag. Dann habe ich so eine Herzform. Habe ich unten ein bisschen Butter. Und dann habe ich so ein Backpapier geschnitten als Herz. Und in diesem Moment, unser Ofen ist an, 180, oben, unten und 40 Minuten lasse ich den an. Und jetzt gehen wir zu die zweite Etappe und dann zeige ich für euch, was brauche ich für die Füllung. Hier brauche ich 400 ml Sahne, 400 Gramm Philadelphia, so ein Tortenguss und hier habe ich gefroren Obst, weil ich habe keine frische Erdbeeren und so und dann habe ich gesagt, dann mache ich das so. Das geht auch. Jetzt kommt erstmal unsere Sahne, werde ich unsere Sahne schlagen. Und in diesem Moment, dann mache ich meine, wie gesagt, mein Obst, werde ich den pürieren. Unsere Sahne ist fertig, dann nehme ich mehr wie die Hälfte für Dekoration später. Dann mache ich die erstmal in den Kühlschrank zum Kühlen und dann werde ich die andere, den Rest bearbeiten mit Philadelphia und werde ich das zeigt im Video. Und jetzt mache ich unser Tortenguss fertig, 200 ml und dann ein bisschen Zucker, 2 Löffel mache ich immer und dann werde ich das alles schön mischen und dann ein bisschen kochen lassen. Unser Kuchen ist fertig, schön abgekühlt. Ich habe sie durch 2 geschnitten und jetzt mache ich unser Deko und das zeige ich im Video auch. Da versuche ich so ein kleines Stück zu schneiden, dann kommt ein Herz in Herz. Und
haykıra gönderirim sulara. Bu gece tutmayın beni, gözlerimde kanlar olsun. Hiç kimse silmesin gözyaşımı, bana ders olsun. Bu gece acısın dön bir daha acımasın. Bunu bana yaşatan her gece... Und jetzt kommt unser Tortenguss. Und wenn das fertig ist, dann mache ich das nicht im Kühlschrank, weil ich habe gar keinen Platz. Und wir haben sowieso draußen, ist schön kühl. Dann mache ich meinen Kuchen draußen zum Kühlen. Und dann werde ich weiterarbeiten später. Unser Kuchen ist fertig und ich wünsche euch alles Gute zum Valentinstag und Dankeschön für euer Zugucken und bis nächstes Mal. Tschüss, bye bye.